eure Videos. Hallo Gemeinde, Folge 330 läuft. Wir biegen mal ab. Hat er jetzt die Ampel gesehen und ist deswegen in die Eisen? Weil er dachte, diese Ampel gilt für ihn? Geil. Heiland, nee. Was war denn das? Da wäre ich trotz ABS fast in den reingerutscht. Naja, ABS ist halt auch nur ein Hilfsmittel. Zaubern kann es nicht, ist halt irgendwo die Physik. Die setzt da eben blöderweise Grenzen. Das Auto fährt da vorne so komisch, bremst ständig und ach, Bohne 444 war irgendwann genervt hier und musste dran vorbei, bye bye. Aber na, du wirst es selber wissen, das Hupen und das Überholen war halt hier unnötig. Na komm. Da ganz hinten überholt ein Roller. Ein Auto. Ja, klappt nicht so ganz. Wie der Typ auf dem Platz hinten, wie die den Arsch hochmachen, als der durch den Graben fährt. Ah, schön. Ach, wir mit unseren Luxusproblemen immer. Da ist ein kleines Löchlein in der Straße. Hier, Griechenland, Auffahrt. Aber ob es so eine offizielle ist, ich glaub's nicht. Den Straßenverlauf von Doppelvorfahrtnehmer heißt das Video. Da wir auf einer Vorfahrtsstraße sind, kann nur der von links sein. Wow! Alter! Nicht ganz dicht! Lass uns schnell wie möglich erzählen, dass da wirklich alles ein bisschen gemütlich sein kann, gerade jetzt in der Adventszeit. Synchron auf die Fresse fliegen! Neue Disziplin! Nein, hat Raab nicht erfunden! Okay. Hey, tanzende Zahlen. Cool, ne? Er kommt natürlich nur durch die Kamera. Aber wer da auf diese Zahlen die ganze Zeit achtet, dem entgeht wahrscheinlich das Auto, das hier über die Klippe gefahren ist. Gehört das noch? Da rennt einer überholt. Da rennt einer überholt. Da rennt einer überholt. Rennebuhr sitzt hier im Auto und wartet. Das Auto biegt ab und streift ihn. Und das Ganze von vorne nochmal. Er haut ab, renne hinterher. Wenn ich diesen Gesetzesvorschlag höre, dann kommt es mir wirklich hoch. Bei einer Fahrerflucht soll es nur noch ohne Ordnungswidrigkeit sein. Zumindest solange keine Personen verletzt wurden. Hallo? Wollt ihr mich verarschen oder was? Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Meinetwegen noch härtere Strafen für Fahrerflucht. Diese blöden Penner. Du bleibst auf deinem Scheißschaden selber sitzen, ganz alleine. Die hauen ab. Und das soll nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein. Das ist eine bodenlose Frechheit, ist das. Was bilden die Politiker sich ein, oder was? Denen ist das wahrscheinlich scheißegal, wenn deren teuren Karren kaputt gefahren sind. Die kaufen sich einfach neue. Aber der normale Mensch, der bleibt auf seinen scheiß 2000 Euro Schaden sitzen. Ist zum Kotzen. In diesem Fall hat der andere gesagt, er hätte es eilig, gab ihm seine Telefonnummer und rauschte davon. 2100 Euro Schaden waren's. Ob dein Tacho richtig geht, siehst du, wenn der Blitz angeht. Das war's schon. Was ist das? Naja, komm, wir hatten das Auto zwar schon zweimal in den Videos, aber komm, wir können es auch noch ein drittes und ein viertes Mal reinnehmen, meinetwegen. Die Kommentare sind ja voll davon. Was ist denn das? Was soll denn das?
Elenator oder so ähnlich, die bauen Ibiza um und ein Fiat 500 und was weiß ich, wer das, ob das jetzt hier, wer genau das umbaut. Auf jeden Fall zählt das Auto dann als dreirädriges Kraftfahrzeug und dann darfst du es mit 16 fahren, mit dem A1-Führerschein. Alles Angaben ohne Gewehr, müsst ihr selber googeln, aber irgendwie so. Und der Umbau kostet 4.500 Euro und kannst auch ein Polo umbauen lassen und so, was ich so gegoogelt habe. Naja, mein Gott, wer es braucht. Ebenfalls sicherer als mit dem Moped loszuschüsseln. Und das Ding hier fährt maximal 90. Irgendwie gedrosselt auf 20 PS. Naja, gut. Das soll schön stabil auf der Straße liegen. Ich weiß es nicht. Also, ich bin ja oldschool. Ich vertraue lieber vier Rädern. Aber ich muss natürlich sagen, Zielgruppe sind halt 16-Jährige. Und ich glaube, ich würde meine Tochter oder meinen Sohn lieber in so einer Karre durch die Gegend fahren lassen, als mit einem Moped oder mit einer Vespa oder so. Liegst ja doch schneller auf der Fresse und bist auch sofort tot und so. Naja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie an Bord unseres Erlebnisfliegers von Vernünftig Air. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen, bis wir den Boden wieder berührt haben. Ich wünsche guten Flug. Wie soll das denn sein? Meine Freundin! Oh! Du kannst an der Seite anhalten. Hast du eine Kamera? Ja, aufgenommen. Scheibenkleister. Seid ihr eigentlich alle Banane oder was? Alles Banane, du Pflaume. Ja, ganz schön dämlich, da von hinten da vorbeizuschießen an allen. Aber was willst du machen? So wie ich das kenne, hat der Abbiegende jetzt aber Schuld. Weil der beim Abbiegen sich vergewissern muss, dass alles frei ist. Ja, auch von hinten. Ob das hier bei so einem Fall auch so ist, aber erst letztens, lass es 2 Jahre her gewesen sein, da hat mir ein Kumpel das geschildert und der hat auch alleinige Schuld gekriegt. Er fragte mich vorher, was soll das hier, was meinst du wohl, wer Schuld hat? Ich sag, ja du, ich kenne das schon. Ich sag, der Abbieger kriegt Schuld. Einverstanden bin ich damit aber nicht. Die Tante im Opel sagte dann noch zur Polizei, unser Christian hätte gedrängelt und Christian sollte dann noch Strafe zahlen. Und dann hat Christian vor Ort da an der Kamera gezeigt, was Phase ist, dass er überhaupt nicht gedrängelt hat. Und dann war das Thema erledigt und dann stand die Opel-Fahrerin dann plötzlich auch noch als Lügnerin da. Danke, Dashcam. Was machst du an Marks Stelle hier beim Abbiegen? Genau, du guckst nach links, ob da ein Auto kommt. Wohin guckst du nicht? Ja, vielleicht mal die scheiß Mütze nicht so tief runterziehen, dass man vielleicht auch noch nach draußen gucken kann, ne? Da sie mir aber wie Jugendliche aussehen oder Kinder, naja, muss man zumindest mal gucken gehen, ob die da sich doch noch irgendwie was sich getan haben. Marc geht ja auch hin und das ist mal gut. Nichts passiert. Hast du gefragt, ob es dir gut geht? Ob alles okay ist, ob ich den erwischt habe. Jemand dann, tut mir leid, ich habe mich gut. Eine riesige Kreuzung, ich habe die Hälfte weggeschnitten, damit wir da hinten hingucken können. Dieses komische Fahrrad, was da ankommt, hält jedenfalls nicht an. Da die beiden anderen Fahrräder aber stehen, würde ich sagen, sie hat's vergeigt. Wir schüsseln hier mit ungefähr 75 lang und da vorne sind sich zwei nicht grün. Tschüss!